etwas späteren Zeitpunkt des Tages stattfinden und nicht um 18 oder 17 Uhr, wenn vielleicht andere gerne rausgehen könnten. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu den 7. Ulmer Hochschultagen über soziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit. Wie gesagt, die Hochschultage finden seit 2010 insgesamt statt. Ich bin Ulm dazu sagen, keine Zelle der Hochschultage. Vielleicht noch kurz kommen. Ich darf begrüßen zuallererst unseren Hauptreferenten, Professor Gunnar Heinsohn. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir werden gleich noch ganz viel von Ihnen hören. Und von Herrn Rahmer auch direkt zu Ihren Themen und Ihren Einführungen zu den Vortrag, den Sie gleich halten werden. Außerdem bin ich sehr froh, dass so Angebot da ist für die Fischbowl-Diskussion, die im Anschluss an den Vortrag stattfinden wird. Sie haben alle gesehen, wir haben draußen einen Markt der Möglichkeiten, wo Sie Initiativen vorstellen, die in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen einer besseren Welt unterwegs sind, sodass Sie da auch gucken können, was es so ein Programm in Ulm gibt. Das weitere Programm steht hier, ab 20.30 Uhr gibt es eine Pause, wo Sie dann natürlich auch herzlich eingeladen sind, sich mit Essen und Trinken zu versorgen, sodass wir dann ab 20.45 Uhr mit der Fischbowl-Diskussion nachhaltig in Ulm starten werden. Das Ganze wird im Seminarraum schräg gegenüber stattfinden. Es soll interaktiv sein. Wir haben extra externe Gäste eingeladen vom Netzwerk Ecken, die mit uns kooperieren. Das sind hier vorne Michael Flohr, einmal die Hand heben, und Johannes Geipel. Die sind diejenigen, die Sie dann durch den zweiten Teil der Veranstaltung führen werden. Das heißt, Interaktion ist gefragt. Deswegen können wir das hier nicht im Hörsaal machen, denn man soll aufstehen, man soll sich auf die freien Plätze der Fischbowl, des Fischbowl-Podiums stellen, setzen können, um dann interaktiv an der Veränderung, an der Transformation der Hochschule in Sachen Nachhaltigkeit mitarbeiten zu können. Gut, das als einleitende Worte. Was sind die Hochschultage überhaupt? Was ist Nachhaltigkeit und soziale Marktwirtschaft? Und warum ist das wichtig, dass das gerade heute interessiert und von Studierenden aufgegriffen wird? Wir leben in interessanten Zeiten, das haben wir euch alle mitgekriegt. Schlagworte sind immer Trump und Brexit. Es gibt natürlich seit einigen Jahrzehnten auch noch andere Dinge, die vonstatten gehen, wie beispielsweise die gesamten Themen, die in der Globalisierung nicht richtig laufen. Der Club of Rome hat ein neues Buch dazu rausgebracht. Der Club of Rome ist ein Kooperationspartner von uns, wo es genau darum geht. Wir sind dran. Der Titel ist Come On auf Englisch. Es ist gegliedert in drei Teile und die machen eigentlich deutlich, warum wir uns mit diesen Themen befassen sollen. Denn der erste Bereich geht in die Richtung, da habe ich gesagt, come on, du glaubst doch nicht, dass das, was wir hier machen, nachhaltig ist und bietet eine inhaltliche Einführung in die Themen. Der zweite Teil ist dann gegliedert und geht weiter mit come on, häng nicht an den alten Philosophien. Das heißt, da wird hinterfragt, was denn eigentlich unser Wirtschaftssystem für Macken hat und wie man eigentlich mit David Ricardo, Adam Smith und anderen argumentiert, aber falsch argumentiert, sodass wir zu der Ordnung kommen, die wir heute haben, die nicht die angestrebte ökosoziale Marktwirtschaft ist. Und der dritte Teil ist dann auch der, in dem Spirit, den wir hier natürlich verfolgen, come on, komm mit uns mit in eine nachhaltige Zukunft. Was müssen wir umsetzen, was müssen wir anders machen, damit es doch noch ganz gut funktioniert. Die Hochschultage, wie gesagt, finden seit 2010 statt. Wir hatten insgesamt mittlerweile 145 Veranstaltungen in über 60 Städten deutschlandweit, dachweit und sogar in Großbritannien und Griechenland. Die Idee dahinter ist, genau diese Themen an Hochschulen zu bringen. Denn hier sind die jungen Leute, die in Zukunft in Entscheidungspositionen sich befinden werden, um dann an entsprechenden Stellen zu gehen, Momenten, diese Inhalte, die vielleicht bei den Hochschultagen an der Uni vor Ort mitbekommen haben, zu implementieren, sodass wir wirklich eine Veränderung voranbringen können. Die Hochschultage werden organisiert von verschiedenen Trägern, das FAWN, das Forschungsinstitut für angewendete Wissensverarbeitung, Professor Rademacher ist da mit beteiligt und als Gründungsmitglied dabei auf der anderen Seite die Global Marketplan Initiative, der Club of Rome, das Doktorandennetzwerk Nachhaltigkeit und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft ist dabei. Das ist der Trägerkreis und hier in Ulm wird das Ganze vom FAWN und der Hochschule für Nachhaltigkeit organisiert. Und viele sind ja auch schon hier, vielleicht alle mal winken, die von der Nachhaltigkeitsgruppe dabei sind, schüchtern. Sie haben viele Ansprechmöglichkeiten heute Abend.
Und dann heute mit dabei das Netzwerk N mit der Fischbowl-Diskussion Perspektive N, habe ich gerade schon kurz eingeführt, die dann im Anschluss stattfinden wird und sozusagen die Brücke schlagen wird zwischen dem global orientierten Vortrag von Herrn Heinsohn hin zur lokalen Perspektive an der Universität, damit man hier aktiv werden kann. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich bedanke mich bei Herrn Orten. Er hat von uns aus die Organisation mitbetreut, die aber im Kern eine Aktivität der Studenten ist. Die Hochschultage sind immer von der Idee her studentische Aktivitäten. Der gesamte Prozess wird, wie gesagt, von einigen Institutionen wie dem FAW betrieben und die zentrale Verantwortung für die Hochschultage ist in Ulm. Das heißt, wir produzieren hier auch die Jahrbücher, die es für all die Jahre gibt, in denen es jetzt schon Hochschultage gibt. Das Thema ist kompliziert, es hat viel zu tun mit einer Realität, die nicht so gut funktioniert. Herr Orten erwähnte schon diesen interessanten neuen US-Präsidenten. Wir könnten auf den Brexit schauen, wir könnten nach Katalonien schauen, wir könnten uns in Deutschland mit der AfD beschäftigen. Es gibt ganz viele Themen. Sie sind oft von der Art, dass es Globalisierungsverlierer gibt in einem Umfeld hohen Wachstums. Und dass die Profiteure dieser Prozesse das alles so organisiert haben, dass der große Zuwachs bei ihnen landet und bei einem Teil der Bevölkerung wird es weniger. Das ist in den angelsächsischen Ländern schlimmer als bei uns. Und erklärt dann die große Unzufriedenheit in Teilen der USA, aber zum Beispiel auch die große Unzufriedenheit in Teilen von Großbritannien. Und dann entsteht irgendwann der Punkt, wo es der Bevölkerung zu viel wird und wo es Leute in der Politik gibt, die sagen, ja, wir werden den ganzen Mist beenden. Wir beenden diese ganze Globalisierung, das ganze Theater hört auf, wir holen das Land zu uns zurück und dann wird es so schön, wie es früher war. Natürlich wird gar nichts so schön, wie es früher war und außerdem klappt es mit dem Zurückholen auch nicht. Aber dieser Prozess wiederum destabilisiert die Politik. Die Politik ist plötzlich nur damit beschäftigt, wie man mit der AfD klarkommt und wie man sich jetzt positioniert und ob man jetzt dem Beispiel von Herrn Kunz folgen soll und positioniert sich rechts oder ob man doch lieber in der Mitte bleiben will. Also wir sind jetzt mit lauter Blödsinn beschäftigt, obwohl wir Riesenprobleme hätten, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. In diesem Kontext haben wir seit langem erklärt und uns seit langem damit beschäftigt, dass eines der größten Probleme hinter den Problemen die explodierende Weltbevölkerung ist. Seit dem Jahr 2000 ist die Größe der Menschheit um 1,5 Milliarden Personen gewachsen. Wir haben also pro Jahr etwa 100 Millionen Menschen dazu bekommen. Wir haben in 17 Jahren dreimal so viele Menschen dazu, wie es in der EU gibt. Und der Zuwachs passiert vor allem in Indien und Pakistan und noch viel stärker in Afrika. Das heißt, in Afrika explodiert die Bevölkerung, während gleichzeitig die Lebensbedingungen sich verschlechtern. Wir haben eine Situation, wo der Anteil Afrikas an der Weltbevölkerung wächst und die Wirtschaftsleistung Afrikas an der Weltwirtschaftsleistung sinkt. Das ist eine Situation, die hat potenziell massive Migrationsbewegungen zur Folge, wobei diese Migrationsbewegungen wiederum politisch nicht auszuhalten sind.
Und da sind wir bei unserem Referenten, der mir in der Literatur immer wieder aufgefallen ist, wegen seiner klaren Sprache, aber auch dem sehr vielfältigen Hintergrund, auf dem er aufbaut. Er ist ein Soziologe mit tiefen Kenntnissen in der Ökonomie. Gleichzeitig beschäftigt er sich mit Geschichte über die letzten paar tausend Jahre und im Besonderen auch mit Militärgeschichte und mit Fragen der Gewalt und beispielsweise auch mit dem Gewaltproblem, das resultiert, wenn die Anzahl junger Männer in Bevölkerungen sich oberhalb bestimmten Prozentzahlen bewegt. Das ist die sogenannte Jugendblase. Also ganz viele junge Leute ohne Jobs, also vor allem ganz viele junge Männer ohne Jobs, das gibt Ärger. Nun, bei diesen Themen ist wichtig, dass man die historische Perspektive nimmt und dass man die militärische Perspektive nimmt. Viele Leute klammern das ja immer aus. Aber die wesentlichen Entscheidungen über die politischen Bedingungen, unter denen wir existieren, sind alle in Kriegen gefallen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs spielte eine große Rolle, das Ende des Ersten Weltkriegs spielte eine große Rolle. Ich habe vor kurzem eine Woche damit verbracht, mich mit den 12 Isonzo-Schlachten des Ersten Weltkriegs zu beschäftigen. Der Isonzo ist ein kleiner Fluss an der Grenze von Italien und Slowenien. Damals gehörte der Isonzo zu Österreich-Ungarn. Die Italiener haben dann im Ersten Weltkrieg sehr plötzlich und unerwartet angegriffen, wollten sich Trient und Triest holen, haben die Österreicher in eine furchtbar schwierige Lage gebracht. Es lief dann auf einen brutalen Krieg in der Nähe dieses Flusses hinaus. Der Fluss ist, wenn man so will, die Sprachgrenze zwischen Italienisch und Serbo-Kroatisch. Also das ist eben die Grenze zu heute Slowenien. Gut, da ist weit über 1 Million Leute gestorben. Brutal, sind auch viele Deutsche gestorben. Zum Schluss war es so schlimm, dass die Deutschen und die Österreicher wussten, wir halten keine weitere Schlacht aus. Wir müssen jetzt selber offensiv werden und wir haben sehr schlagkräftige Offensivtruppen eingesetzt, haben die italienische Front durchbrochen. Die italienische Front ist zusammengebrochen bis etwa Venedig. Damit war dieser Teil des Krieges dann vorüber. Aber nur mit dem Ergebnis, dass zum Schluss das Ganze weder den Deutschen noch den Österreichern noch den Italienern gehört, zum Schluss gehört es den Slowenen. Wobei jetzt interessanterweise aber auch egal ist, ob es den Slowenen gehört, weil die sind jetzt auch in der EU. Und wenn alle in der EU sind, dann ist auch wieder vollkommen egal, wem was gehört. Woran man auch erkennt, dass man besser kooperiert, als sich gegenseitig umbringt. Aber das muss man erstmal begreifen und auf der Welt läuft es ganz oft anders und es ist wichtig, dass sich einer damit beschäftigt und auch damit beschäftigt, dass wenn man bestimmte Dinge einfach laufen lässt, dann gibt es zum Schluss Ärger. Und das, also haben Sie in Ihren Schriften immer sehr deutlich gemacht, Sie haben auch kein Wort vor den Mund genommen, Sie sind damit auch in den Medien sehr bekannt geworden. Und das war sicher unterfüttert durch Ihre sehr solide Arbeit zu anderen Fragen, wie zum Beispiel zur Natur des Geldes, zur Natur von Kredit, zur Natur des Eigentums. Also im Grunde genommen hat man bei Ihnen eine sehr, sehr breite Wissenschaftlerpersönlichkeit, die sich mit den Grundsatzfragen im Leben von Staaten beschäftigt. Und wir sind jetzt sehr interessiert, von Ihnen einigermaßen ungeschminkt zu hören, wie Sie die Situation sehen und die Entwicklung der nächsten Jahre einschätzen. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen Dank. Danke. Okay. Ich habe alles. Aha, das haben Sie wieder abgemacht. Dann haben Sie das nicht da so hängen. Ne? Ja. Gucken Sie mal, ob das passt. Ja, dann kriege ich noch was. Vielleicht wollen Sie mal das aus. Thank you.
Wenn Sie sich ein wenig erschrecken wollen über die Zukunft dieses Gemeinwesens, meine Damen und Herren, dann schauen Sie sich die Zukunft der einheimischen Bevölkerung an und dann zeigt man ihnen, dass Menschen in dieser Altersgruppe 20 bis 65, die Aktiven, von 50 Millionen auf 28 Millionen fallen werden. Und dann ahnen Sie schon so ungefähr, dass dies nicht dasselbe Land sein wird. Sie kriegen dann sehr schnell Tröstungen, wenn jährlich 400.000 Zuwanderer kommen, ja, dann geht es fast stabil weiter. Wenn es weniger sind, geht es runter. Wenn niemand kommt, dann haben Sie die Zahlen von soeben. So wie Sie das sehen, sind Sie auch innerlich schon fast entschlossen zu sagen, ja, da muss Zuwanderung her. Anders kann man das nicht bewältigen. Wir werden eine große Nationengruppe später kennenlernen, die sagt das nicht. Nun, die Situation, die wir uns für Deutschland angeschaut haben, die können wir uns im Jahre 17 für 53 Nationen anschauen. Die haben alle 1,8 oder weniger Kinder pro Frauenleben und können ihre Bevölkerung und ihr Durchschnittsalter aus dem eigenen Nachwuchs nicht erhalten oder stabil halten. Und Sie ahnen jetzt schon dazu, dass heute oder an einem anderen Tag in 53 Ländern ein Thema wie heute hier diskutiert werden muss und auch wird. Und die überlegen sich alle, wie sie diesen anderen Ländern Talente abjagen können und befinden sich deshalb in etwas, das sie alle kennen, als die International War for Talent. Ich zeige Ihnen hier jetzt für einige europäische Länder die Voraussagen des Bevölkerungsrückgangs. Meine zweite Heimat Polen ist hier am interessantesten getroffen. Sie sehen, das geht anständig herunter und eigentlich nur bei den, die Briten sind dann vielleicht nicht mehr dabei, die Türken nie dabei und dann sind es doch relativ kleine Bevölkerungen, wo es anders aussieht. Und das ist für die hiesige Situation interessant, denn Sie fragen sich jetzt sofort, aha, wenn die Polen sich entwickeln wie die Griechen, dann haben wir ein viel größeres Land, das aus den eigenen Steuereinnahmen die Alten und die Hilflosen nicht bezahlen kann. Und dann muss es dieses Geld für die Alten und die Hilflosen anders besorgen. Und Griechenland, das wissen Sie alle, hat das dadurch getan, dass es Staatstitel verkauft hat. Da steht drauf, ich gebe Ihnen ein Papier, über 10.000 Euro, jährlich 5%, und Sie geben mir 10.000 Euro in die Hand dafür. So. Und auf diese Weise hat man sich das Geld besorgt, aber im Mai 2010 fielen diese griechischen Papiere über 10.000 Euro auf dem freien Markt auf 3.000 Euro. Und damit beginnt die Euro-Krise, die bis heute anhält. Und sie wird gelöst, das wissen Sie auch alle, dadurch, dass man große Geldtöpfe um diese Staatstitel herumstellt und so wie die von 10.000 Richtung 3.000 abstürzen, werden die wieder hochgekauft. Und dieses Hochkaufen erfolgt im Wesentlichen durch deutsche Gelder. Warum müssen die hochgekauft werden, diese 10.000er Titel? Warum lässt man die nicht auf 3.000 fallen? Weil sie im Eigenkapital von Firmen und von Banken stecken. Ja, da haben wir ein Eigenkapital von 10.000, das sind griechische Titel.
und jetzt fällt das Eigenkapital auf 3.000 und dann können Sie Forderungen, die an Sie ergehen, plötzlich nicht mehr bedienen. Dann sind Sie bankrott. Hunderte, Tausende von Firmen sind dann ausgelöscht. Es muss also dieser Staatstitel in Griechenland hochgekauft werden und das muss er in diesen anderen Ländern dann auch. Und dann kommt der Punkt, wo Berlin zwar nochmal sagt, wir zahlen, wir werden zahlen, aber wo die Ratingagenturen sagen, wunderbar, dass ihr das sagt, aber irgendwann könnt ihr nicht mehr. Und dann wird die AAA-Bewertung der deutschen Staatsschulden runterfallen und dann braucht man politisch gar nichts mehr zu machen. Dann sind die deutschen Staatstitel nicht mehr mündelsicher und es bricht weg. Bis dahin wünschen wir uns alle, dass es noch etwas dauert, dass es nicht zu unseren Lebzeiten passiert. So, wir gehen zurück jetzt wieder aus den 53 Ländern, die unsere Probleme haben, in das unsrige und sehen, dass man hier durchaus versucht, mit Haus, mit Bordmitteln etwas zu machen. Und dafür hat die Bundesrepublik ähnlich, die Niederlande, Frankreich, Belgien, Österreich, sehr ähnlich, zwei Prinzipien der Bevölkerungspolitik entwickelt. Ein grausames, hartes und ein weiches. Wir fangen mit dem grausamen, harten an. Das ist für die Leistungsträger. Das sind Sie hier, wenn Sie noch jünger sind. Wer Kinder haben will, muss selber sehen, wie er dafür Zeit und Geld aufbringt oder eben ohne Nachwuchs durchs Leben gehen. Beihilfen werden ihm vorher als Steuer abgezogen und nur zum Teil zurückerstattet. Jetzt zittern Sie, sagen, es ist ja grausam. Gott sei Dank, es gibt auch ein weiches Prinzip. Das ist dieses hier. Wer, ob von hier oder aus der Fremde, bildungsfern ist, keine Arbeit findet und keine Steuern zahlen kann, erhält jedes gewünschte Kind zu 100% aus dieser Gruppe bezahlt. Gott sei Dank, jetzt fällt Ihnen ein Stein vom Herzen. So schlimm ist es also doch nicht. Und was noch interessanter ist, die Politik ist sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Wir haben nur Westdeutschland 1964 130.000 Kinder unter 15 Jahren auf Sozialhilfe. Wir haben heute 1,6 und mit den Kindern von Asylbewerbern 1,7 Millionen Kindern unter 15 Jahren auf Sozialhilfe. Also die staatliche Politik, die weiche, ist ein gewaltiger, quantitativer Erfolg. Nun, wir schauen uns dann an, wer das weiche Prinzip nutzt. Und dann schaut man auf das Bildungsniveau kinderreicher Familien. Da gibt es kinderreiche Väter mit Fachhochschulausbildung oder irgendwas. Und die haben auch drei Kinder, aber denen gibt keiner was. Die gehören unter das harte Prinzip. Aber beim weichen Prinzip, wo wir die vielen Kinder haben, da sind die meisten Väter ohne Berufsabschluss und die Mütter noch viel mehr. Und nun kommen wir in eine Zwickmühle. Jetzt kommen da zwar viele Kinder, aber Sie wissen, habe ich mehr Kinder, hat das Elternteil oder beide weniger Zeit pro Kind, weniger Zuwendung, weniger Beeinflussung, weniger Förderung. Und wenn ich jetzt wegen vieler Kinder pro Kind wenig Förderung habe und die Eltern selbst mangels Schulabschlüssen nicht fördern können, dann habe ich diesen quantitativen Erfolg mir erkauft mit einem qualitativen Problem, das gewaltig ist. Wir haben es zum ersten Mal im Jahr 2012 in Deutschland erhoben, bei PISA 2012 da oben. Und da hat man zum ersten Mal die große Hoffnung, dass unsere Einwanderer uns retten werden, getestet. Und hat jetzt nicht nur alle Kinder in ihren Leistungen gemessen, sondern gesagt, wir nehmen die Altdeutschen, wir nehmen die Kinder, die eingewandert sind und dann nehmen wir die Kinder, die von Einwanderern hier in die Welt gesetzt wurden. Und da stellen Sie fest, wir schauen nur auf die eine Gruppe, das sind Migranten, die schon hier geboren wurden. Und die wir ja betrachten mit unserem vielleicht schönsten menschlichen Wert. Was ist dieser schönste menschliche Wert? Er besagt, jedes Menschenkind
kann alles lernen. Alles. Wenn es von der Krippe bis zum Doktorhut durch ein bezahltes Bildungssystem gehen kann. Nicht aufgrund von Armut, von irgendetwas ausgeschlossen ist. Also, das trifft für diese Generation die zweite zu. Und in der Tat, man hat festgestellt, dass unter 1000 Kindern 13 Matheasse sind. Und die kennen wir, die sehen wir im Fernsehen, die bewundern wir. Da freuen wir uns drüber. Sagen, es klappt. Es klappt. Und wir sehen, es klappt bei den Altdeutschen um den Faktor 4 zwar besser, aber es klappt hier auch. Was wir meist nicht sehen im Fernsehen, das sind die mit einer 5 und einer 6 und einer 7. Man sagt auch unbenotbar schlecht. Und da haben wir bei der zweiten Generation die Hälfte aller Kinder unbenotbar schlecht. Bei den Einheimischen auch schon 30%. Diese sind 60% der Kinder, diese sind 40% der Kinder. Sie sehen, dass wir uns stark nähern einer vollen Hälfte des Nachwuchses, der hier niemals mitziehen kann. Also unser großer Erfolg quantitativ, ja, die Babys sind gekommen, hat sich qualitativ nur in einem sehr kleinen Ausmaß realisiert. So, und wir können das jetzt mal simpler machen. Von 100 Neugeborenen für die Nettoreproduktion, 2,1 Kinder pro Frauenleben, ist das die wichtigste Gruppe. Das sind die 35, die werden gar nicht geboren. Die sind angenehm, die machen keinen Terror, die sind nicht schlecht in Mathematik, die sind einfach unsichtbar, weil sie nicht geboren werden. Aber die fehlen. So, jetzt haben wir die von den 100, die kommen, das sind also von denen, die kommen, das sind jetzt 65 von 100, und von denen werden netto auswandern, das interessiert uns noch 7. Von den 58 Bleibenden scheitern in Rechnen und Schreiben 19. Von 58 Bleibenden werden angemessen qualifiziert 39. 39 ziehen den Karren für 100. Diese 39 müssen sich vor niemand verstecken. Nicht, dass sie da keine unnötigen Komplexe bekommen. Aber wenn diese 39 nervös werden, wenn die sagen, mein Gott, wir sind nur 39 und müssen für 100 schaffen, wenn die ängstlich werden und vielleicht sich davon machen, dann wird es interessant fürs Land. So, wir können das nochmal anders anschauen. Von 40 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland bekommen 13 Millionen mehr vom Staat, als sie an Steuern zahlen. Die lassen wir schon mal raus. Dann bleiben 27 Millionen. Von denen arbeiten 12 Millionen direkt oder indirekt beim Staat. Die lassen wir auch mal raus. Dann bleiben 15 Millionen. Und die stehen ohne jede Solidarität. Ja? Das ist die Gruppe unter dem harten Prinzip. Willst du ein Kind haben, sorg dafür, wie du rankommst. Von der Gemeinschaft kriegst du nichts, die nimmt dir was weg. Das sind 15 Millionen. Und von diesen 15 Millionen sind 8 Millionen unter 44 Jahre alt. Die können noch laufen, weil, wo die gerne hinlaufen, Schweiz oder Norwegen, Kanada oder Neuseeland, kommen sie über 44 nicht mehr rein. Selbst mit den allerbesten Zensuren. Diese 8 Millionen, das sehen Sie sofort, die können nie eine Wahl gewinnen. 10% der Nation. Aber sie können das Weite suchen. Und das ist viel wirksamer als eine Wahl. Wenn wir diese 8 Millionen überfordern, dann ist hier nichts Gutes mehr. Und jetzt gucke ich mal an, was auf deren Schultern schon liegt. Das sind 8 Millionen Empfänger von Mindestsicherung, Sozialhilfe, Hartz IV für die Deutschen, Asylantensummen im selben Betrag für die kommenden, Sozialhilfe für die über 65-Jährigen. Das sind immerhin eine Schweiz, ein kleines Österreich, die jetzt schon auf den Schultern nicht nur diese 8 Millionen, die weglaufen können, das ist ein paar mehr, da sitzen die drauf. Und Sie sehen, wie das dramatisch hochgegangen ist
von Dezember 14, Weihnachten 14 bis Weihnachten 15, schauen Sie mal, springt das von 7,4 auf 8 Millionen Menschen. Sie wissen, das sind die Willkommenen gewesen. Hier verteilt sich das auf die Bundesländer, das interessiert uns jetzt nicht. So, nun, wo Sie das jetzt hinter sich haben, sagen Sie, warum macht man denn überhaupt hier Bevölkerungspolitik? Was soll denn das? Gibt es denn nicht genügend Menschen auf der Welt? Und wir haben schon gesehen, oh ja, nicht? Wir springen hier in 200 Jahren von einer Milliarde bis hier auf 8 Milliarden. Und das verteilt sich zwischen entwickelter Welt, das ist die hier, da sehen Sie, die nimmt ein bisschen ab bei der Bevölkerung. Und das ist die nicht entwickelte Welt. Und wenn Sie es sich wieder ein bisschen ängstlich vorstellen wollen, dann können Sie sagen, die Blauen, die würden gerne zu den Roten ziehen. Und das können Sie ja auch verstehen, wenn wir nochmal zurückgehen, weil bei den Roten interessante Angebote sind. Da sind schon 8 Millionen auf der Kasse. Und da sagen Sie, ihr nehmt 8 Millionen, warum nicht 16? Warum seid ihr so grausam? Sie merken da schon, wer hilft, Deutschland hilft, hilft nie genug. Wer gar nicht hilft, bleibt unauffällig. Aber wer diese Million nimmt und die nächste ablehnt, kriegt die ganze Parade der schweren Schimpfwörter, ja, von Rassismus bis Holocaust auf den Kopf, obwohl er vorher die Million genommen hat. Es hilft ihm gar nicht. So, also wird Afrikas Jugend, das vergreisende Europa, in der Konkurrenz mit Ostasien. Worum kommt da plötzlich Ostasien rein? Ich hatte Ihnen ja schon eine Ländergruppe genannt, die keine Migranten hereinlässt. Und das sieht sehr gut aus. Durchschnittsalter in Afrika unter 20, Durchschnittsalter in Europa über 40, Europarekord Deutschland, Weltrekord ein ganz bisschen höher Japan. Also das passt gut, das liegt nah beieinander, da hat man es nicht weit und die Jugend will auch kommen, wie wir hier gesehen haben, ist bereit, ein großes Risiko einzugehen. Und wenn Sie das sehen, das Risiko mit den Toten, die da ertrinken, dann bricht Ihnen das Herz. Und Sie verstehen eigentlich nicht, wie können auf dem Mittelmeer 18.000 Menschen ertrinken und wir schauen zu. Wenn Sie aus Afrika schauen, dann sehen Sie auch die 18.000 Toten. Aber Sie sehen noch etwas. Sie sehen 18 Millionen Tote, die seit Ende des Kolonialismus in Afrika durch Völkermorde und Kriege umgekommen sind. Und wenn Sie die 18.000 da und 18 Millionen hier haben, dann laufe ich doch zu den 18.000 und weg von den 18 Millionen Toten. So, das können wir kurz machen. Kollege Rademacher hat das schon gesagt. Weltanteil der Kinder unter 50 war hier 10, das habe ich rund gemacht, es waren eigentlich 9%. Hier sind es 40% und hier werden die Hälfte aller Kinder der Menschheit Schwarzafrikaner sein. Sonnenkinder. Etwas, was uns Wärme und Liebe bringen kann. Und wir schauen das mal im Verhältnis zu Europas Dampflokomotiven. Frankreich und Deutschland. Macron und Merkel, die diesen Kontinent jetzt nach vorne schieben. Die haben 1914 fast so viele Menschen, ich mache es hier sehr rund, sehen wir das nach, wie Afrika. Ja, 100 Millionen zu 115. 50, steht das schon hier, 15, 8 zu 1, 2015, 17 zu 1. Nicht nur für Deutschland und Frankreich, sondern für viel mehr Menschen ohne Ende, ohne Limit. Ich sage sie um Himmels Willen, warum geben wir Kindergeld, warum geben wir Steuermäßigung, damit Frauen hier trotzdem keine Kinder kriegen? Sind doch schon da, die Kinder.
Wir haben ein Zusatzgebiet, das ist der asiatische Islambogen, diese fünf Nationen, die vergleiche ich jetzt nur mit Deutschland. Da steht das 1900, wie Sie es hier sehen, und 2015 13:1. Die allein reichen auch. Ja, man kann eine Wahl treffen. Willst du aus da, willst du von dort? Überall ist viel da. Nun gibt es eine permanente Debatte, wie viel eigentlich kommen wollen. Und glücklicherweise haben wir leider aber bereits 2009 eine weltweite Umfrage von Gallup. Und die haben die Leute gefragt auf der ganzen Erde, wer will raus von zu Hause, wer will auswandern. Leider sind die Zahlen in guten Zeiten erhoben worden, als der Erdölpreis noch oben war, als es noch weniger Menschen gab als heute. Es sind also die Prozentsätze von 2009, mit denen ich weiterrechne, wahrscheinlich zu optimistisch in der Zukunft. Aber ich will optimistisch hier bleiben. Und wenn wir uns das ausrechnen aus diesen Hauptgebieten, dann nehmen wir erstmal unseren Asiens Islamblock. Und da sehen Sie die Bevölkerung 1950, 160, jetzt 620 Millionen und da 920 Millionen. Minimum wollten da 10, da fehlt ein N. 10% kommen, das wären heute 66, hier 97 Millionen. Subsahara-Afrika, schauen Sie, 180 auf 980 Millionen und auf stolze 2,1 Milliarden. Bei diesem Hochgehen von 180 auf 980 Millionen, da fallen die 18 Millionen Völkermordtoten an und Kriegstoten. Die können Sie auf der Kurve kaum sehen. Ja? Bei diesen Quantitäten. Dann nehmen wir die arabischen Länder, 70 Millionen, 380, 645, so viel wollen heute kommen, wenn es dann nicht mehr sind, so viel 2050. Kurzum, wir machen die Summe, 600 Millionen heute, knapp 1,2 Milliarden in 33 Jahren. Sie rechnen sich das aus, heute ist das, die EU hat ohne England 450 Millionen. Nicht? Warum eigentlich nicht? Jeder nimmt einen dazu, hat ja kaum Kinder, doch gar nicht so schwer vorzustellen. Und hier wird es dann schon etwas schwieriger. Nun, Sie sehen sich das an und verfallen sehr schnell auf die politische Formel. Ja, wir können keine Wirtschaftsflüchtlinge nehmen, das schaffen wir nicht. Aber die wirklich Bedrohten, die vor Krieg und Völkermord weglaufen, die werden wir nehmen. Verspricht auch Herr Kurz in Österreich. Die ja. Nun, woher kommen denn die echten Bedürftigen, die man schützen muss? Wie entsteht so etwas? Wieso ist einer Wirtschaftsflüchtling, der muss wegbleiben, eigentlich töricht, nicht? Denn den kann ich fragen, was er kann. Und der vor Gewalt flieht, den muss ich nehmen. Den darf ich aber nicht fragen, was er kann. Denn einer, der vor Gewalt flieht, hat als Analphabet genauso viel Menschenwürde wie ein Nobelpreisträger. Da ist kein Gramm Unterschied. Den kann ich nichts fragen. Also wie entsteht denn der anständige, gute, beschützenswerte, vor Gewalt fliehende? Und womit unterscheidet er sich vom Wirtschaftsflüchtigen? Es ist relativ einfach. Sie nehmen ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, friedlich. Und plötzlich morgen früh fangen 1000 junge Männer an, die einheimische Elite auszurotten, um ihre Positionen einzunehmen. 1000 junge Männer. Und in dem Moment, wo die zu schießen beginnen, sind 10 Millionen Menschen ihrer Heimat Bewohner eines Kriegsgebietes, in das ich niemanden zurückschicken kann, ohne das internationale Völkerrecht und Kriegsvölkerrecht zu brechen. Ich begehe ein Verbrechen, wenn ich sie zurückschicke. So, wo passiert denn das?
Ich habe Ihnen hier ein sehr simples, nicht sehr komplexes, nicht sehr elegantes, ein sehr simples Maß aufgemalt, das ist ein Kriegsindex. Ich habe festgestellt, man hat in 3000 Jahren so etwas nicht entwickelt. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das aufs Risiko hin, dass Sie sagen, das ist Ihnen zu plump. Was messe ich hier? Ich messe das Verhältnis zwischen 15- bis 19-jährigen Jungen, die den Lebenskampf bald aufnehmen müssen, ja, die eine Karriere bald finden müssen. Die vergleiche ich mit 55- bis 59-jährigen Männern, die sich so langsam der Rente nähern. Und ich unterstelle, dass die Alten eine Position frei machen. So habe ich jetzt einen Kriegsindex 1, wie in Island. Dann gehen 1000 in Rente und 1000 wollen was werden und alle kommen unter und es ist relativ friedlich. Wenn ich jetzt aber mal in ein Land gehe, wo deutsche Truppen stehen, Afghanistan, hat einen Kriegsindex von 6. Das heißt, 1000 Alte machen eine Position frei und 6000 Junge kämpfen um die. 6 kämpfen um eine Position. Und irgendwann merken sie, dass das nicht ausgeht. Erst glauben sie, sie müssen Demokratie haben und ein Diktator muss weg. Oder es muss irgendwie der Ölpreis steigen oder pipapo, irgendwas. Und dann ist der Diktator weg und dann ist was anderes erreicht. Und sie sind immer noch 6 für einen Posten. Und dann machen sie sich Theorien und sie sagen, da sind Sünder, da sind Verbrecher, da haben Leute die falsche Religion, die müssen abgeräumt werden. Und wenn die abgeräumt sind, dann kommen wir, die Gerechten, auf diese Position. Aber dann sind immer noch 6 Gerechte, die um eine Position kämpfen. Und irgendwann haben sie gewonnen, die Elite ist ausgerottet, die jungen Männer sind da und dann geht es los. Dann frisst die Revolution nicht ihre Kinder, aber ihre Brüder. Aha, du hast den Posten und ich nicht. Du bist ein Verräter an unseren Idealen. Jetzt geht der Bürgerkrieg los. Sie können das für die afrikanischen Länder nach der Vertreibung der Herren sehr schön beobachten. Da wird vorher getötet und dann geht es um den Faktor 10 bis 100 nach oben. Also, wenn wir jetzt uns nur mal die Länder nehmen, ab 2000, ab Kriegsindex 2,5, auf 1000 Alte folgen 2500 Junge, dann können wir als Daumenregel sagen, hier wird es heiß. Ich kann nicht sagen, Völkermord, Krieg, grenzüberschreitender Krieg, Bürgerkrieg, Hungertod, das muss man im Einzelnen anschauen. Aber es wird heiß. Und ich möchte Ihnen noch etwas anderes zeigen. Was Sie hier sehen, schauen Sie mal, Deutschland hat einen Kriegsindex von 0,65 auf 1000 Alte, 650 Jungen. Jetzt haben Sie schon gesehen, von den 650 Jungen können 200 nicht schreiben und lesen. Bleiben 450 auf 1000. Nein? Wunderbar. Keine Schwierigkeiten. Aber was ich Ihnen dazu sagen möchte, als die Isonzo-Schlacht von Herrn Rademacher geschlagen wurde, da hatten diese Länder hier, ja, in der Farbe saßen die hier. Nicht? Da saß Europa hier. Die Kaiserin von Indien, Victoria, ja, die geht in 18 Jahren noch durch 9 Geburten. 1901 stirbt die. Die mächtigsten Frauen der Welt können nicht, was ein Teenager 3-4 Mal die Woche schafft, eine Schwangerschaft verhüten. Das können die nicht. Und wir haben in Europa ohne Schwierigkeiten im Ersten Weltkrieg 10 Millionen junge Männer aus der demografischen Portokasse verbrennen können. Außer in Frankreich, dort nicht. Frankreich stirbt schon im Ersten Weltkrieg aus der Substanz, verliert einzige Söhne. Im Zweiten Krieg verlieren alle europäischen Nationen einzige Söhne, sterben alle aus der Substanz. Und wir sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt.
Nein, glaube ich, nein. Hätten wir in Deutschland, wo wir hier stehen, einen Wert wie Afghanistan, was meinen Sie, was los wäre in Europa? Dass nicht nur Rechtsradikale singen, Deutschland, ja, Breslau, Danzig und Stettin. Und die halbe Nation würde das singen. Europa würde zittern. Aber sterbende Nationen sind friedlich. Ob sie deshalb viel gelernt haben, lassen wir hier offen. Und jetzt aber gleich wieder etwas Optimistisches. Heute haben wir 81 Nationen mit Kriegsindex zwischen 2, 5 und 8. 2.500 bis 8.000 junge Männer auf 1.000 Alte. Das geht runter bis 30 schätzungsweise auf 66 Nationen. Ein schöner Rückgang, aber es ist eine Pille dabei. Diese 81 Nationen haben 1,7 Milliarden und die 66 werden eine halbe Milliarde Menschen mehr haben. Betroffene gibt es dann mehr und Tote womöglich auch. Ups. Wir gehen jetzt wieder auf dieses schrumpfende, vergreisende Europa und machen mal eine Rechnung. Ja, es muss wenigstens die Menge stabil bleiben, obwohl wir schon wissen, Menge an sich sagt erstmal gar nichts. Dann kann man sagen, Ungeborene, ja, 70 Millionen im ganzen EU und dann 30 Millionen rechne ich dazu, wenn diese Länder, Australien, Kanada und Neuseeland, ihre 20 Millionen Neubürger, die sie bis 2050 haben wollen, wenn sie die alle aus Europa holen, braucht Europa natürlich noch mehr Zuwanderer. Und Amerika, die Asse, die es sucht, auch aus Europa bezieht, wenn sie dahin wandern, dann braucht man mehr. Sagen wir großzügig 100 Millionen, 2050, 1,2 Milliarden, Sie erinnern sich, wollen aus Afrika in den Islambogen kommen. Jeder Zwölfte hätte eine Chance. Jeder Zwölfte. Fast nichts. Nicht? 12 wollen kommen, du und die anderen 11, die stoßen sie zurück. Nicht einfach. So, nun springen wir in den interessanten Raum, Ostasien. Den rechnen auch Spezialisten aus, wie viel die haben müssten. Können wir mal ganz an den Anfang gehen. Haben wir zu schnell gemacht. Schauen Sie mal. Das sind die Weltrekorde in geringen Kinderzahlen. Südkorea, Hongkong, Taiwan, Macau, Singapur, Japan etwas höher. Nur der Gigant, der steht besser da als etwa Deutschland. Aber die haben Probleme, rein von der Menge, über die wir uns freuen würden, dass wir sie nicht haben. Ja? Dass wir 1,4 und nicht 0,8 Kinder pro Frau und Lehrer. So, also denen rechnet man das auch aus. Und dann sagt man, bis 2030 280 Millionen zwischen 15 und 64 Jahren, um die Ungeborenen, China, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam auszugleichen. 135 Millionen kann Südasien, allein Indien davon 80 Millionen, bis 230 abgeben, ohne seine demografische Lage zu verschlechtern. Die könnten die praktisch aus dem Stand abgeben. Auch hier hätten 145 Millionen aus Afrika und dem Islambogen Platz. Und jetzt schauen wir an, was die tun. Und sie fassen es nicht. Die halten sich nicht an die Ratschläge. 2015 und 2016 gewährt Japan 27 bzw. 28 Menschen Asyl. Ein stolz registrierter Zuwachs nach 11 2014. Aus Syrien sollen höchstens 300 herein. Südkorea akzeptiert 94 bis 16 588, pro Jahr 27. China hat unter 13, machen Sie selber hier, 583 anerkannte Flüchtlinge. Und jetzt sagen Sie, sind die Meschugge? Kennen die ihre Interessen nicht?
Wir wollen die durchhalten. Wir wollen die deutsche Konkurrenz niederhalten. Denn die Deutschen haben ja genommen und genommen. Und das ist für die das Interessante. Wir sind das Land, das die beobachten. Warum weiß ich das? Weil ostasiatische Journalisten zu mir kommen und die fragen mich und die sind richtig neugierig und die wissen nicht, was sie von den Deutschen halten sollen. Und die denken, wir haben einen Trick. Sagt mir, warum ihr die Leute reinholt. Ihr seid doch kluge Leute, sagt uns das. Was ist das Geheimnis? Wie werdet ihr uns damit klein machen? Und ich sage, ich suche nach dem Trick. Ich kann Ihnen keinen verraten. Aber jetzt verstehen Sie sofort, warum die nicht tun, was sie sollen. Das sind bei der Schülermathe-Olympiade 2015 die Durchschnittswerte der beteiligten Nationen. Und da sehen Sie, das sind die Spitzennationen, die haben eine eigene Liga. 593 bis 618, Durchschnittswert. Und Sie verstehen sofort, wenn die aus allem, was da drunter liegt, ja, Kuwait 350, wenn die aus allem, was da drunter liegt, den Durchschnitt nehmen, verschlechtern sie den eigenen Durchschnitt. Und jetzt fragen Sie uns, was wäre der Vorteil für uns, dass wir unseren Leistungsdurchschnitt verschlechtern? Fragen Sie die Deutschen, fragen Sie mich dann. Was ist euer Vorteil, dass ihr das tut? Und wenn ich Ihnen keine überzeugende Antwort geben kann, dann sind die froh, Gott sei Dank, dass wir es nicht tun. So. Aber Sie sehen auch, es gibt in Europa Inseln, Nordirland, Russland, die auch so schlecht nicht dastehen. Deutschland hat sich hier in der Altersgruppe nicht beteiligt. So, und nun wird es noch interessanter. Ich hatte Ihnen gesagt, wenn die Spitzenleute mit ihrem Spitzendurchschnitt Durchschnittsleute von denen da drunter nehmen, verschlechtern sie sich. Aber es ist noch härter. Sie könnten ja sagen, aus den anderen Ländern nehmen wir nur vom obersten Zehntel die Sahne der Sahne. Schauen Sie sich das mal an für Singapur. Singapur hat im obersten Zehntel einen Durchschnittswert von 715. Ich gehe noch mal zurück. Sie sehen, sie haben ein 618 für alle Kinder, aber sie haben 715 für ihre 10 besten Prozent. Und selbst wenn Sie jetzt aus Kanada, hier wird es noch gehen, aus Litauen, aus Schweden, das sind alles die 10% besten Durchschnitte, wenn Sie die nehmen würden, die 10% besten, dann würden Sie immer noch in Singapur Ihren Durchschnitt verschlechtern. Und dann fragen die uns, was gibt es für gute Gründe, dass wir unseren Leistungsdurchschnitt verschlechtern? Ja, dann sagen wir, habt ihr mehr Leute? Ach, wie interessant. Dann könnt ihr mehr versorgen, so wie ihr. Das überlegen wir uns nochmal. Wieder lesen die Ostasiaten unsere Texte. Und da sagt der Mann, der es wissen muss, Frank-Jürgen Weise, Direktor der Bundesagentur für Arbeit, der 15 gesagt hat, aber ich will jetzt nicht kleinlich sein, hat er gesagt, das ist unsere Erlösung, was da kommt, 15. Aber 17 ist er doch wieder klaren Kopfes und sagt, 10 bis 15% sind gut qualifiziert. Jetzt kommen 100 und von denen müssen 10, vielleicht 15, die anderen 90 oder 85 mitversorgen eigentlich, damit die Rechnung aufgeht. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie das können. Deshalb springt bei uns die Zahl der Menschen in der Mindestsicherung. Das machen wir ganz schnell auch. Interessant ist, also Analphabeten bei Frauen 17, 77, das sind die bis 14 gekommenen. Noch nicht die Willkommenen von 15, davor. Man wusste das alles. Nicht? Dass man sagt, ja, wir wussten nicht, man wusste. Das sind die bis 14 gekommenen, 77 gering bis mittelqualifiziert, 13 Analphabeten. Aber, das ist jetzt interessant, wenn Sie hören,
Deutschland, ein furchtbares Land, feindliches Land, rassistisches Land. Sagen die Flüchtlinge nicht, die sind glücklich hier. 85% sind so zufrieden, dass sie sich für immer hier ansiedeln wollen. Ganz hohe Freude. Ja? Gehen Sie nicht in Sack und Asche, da ist viel Zustimmung zum Land. Aber wir müssen auch hinschauen, was so schön ist in diesem Land. Das sind die Prozentsätze von Zuwanderergruppen, die in Deutschland von den Leistungsträgern, die unter dem harten Fortpflanzungsprinzip stecken, versorgt werden. Von den Bosniern die 27%, Kosovaren 37, diese Gruppe 41, Marokko 43, in der Spitze Syrer, fast 80 werden von den Deutschen versorgt. Das hat manche Forscher so erschüttert, dass wir hier die Zahlen nicht von der CSU oder von der AfD haben, sondern von der SPD Friedrich-Ebert-Stiftung. Selbst dort hat man gesagt, ist das zu Ende gedacht. Und etwas weiteres lernen die Ostasiaten von uns. In Deutschland haben wir Antisemiten. Durchschnittlich 16, Christen nur 14, Atheisten interessanterweise mehr, aber Muslime 56. Und in England haben wir ähnliche Zahlen, obwohl die englischen Atheisten irgendwie weiter sind als die Deutschen. Das heißt, sie fragen uns auch wiederum, was ist gut für unser Land, wenn wir uns Antisemiten holen? Und sie hören keine überzeugende Antwort und sagen, na gut, dann lassen wir das eben. Das ist jetzt Ausländer auf Hartz IV-Beträgen, nicht? Das ist dieser Sprung, den Sie vorhin in der Gesamtzahl gesehen haben. Das war 2010, 2014, 1979. Und wir gehen zum letzten Mal für die Asiaten, mit den Asiaten, mit den Ostasiaten, schauen wir auf unsere allerletzte Leistungsbestandaufnahme unserer Kinder. Und da sehen wir, dass selbst ein Land wie Baden-Württemberg zwischen 2011 und 2016 von unbeschulbaren Kindern, die den Mindeststandard nicht erreichen, von unbeschulbaren Kindern, ich hoffe, ich finde da zurück, von 9,5 auf 15,5% springen. Aber schauen Sie sich meine alte Heimat Bremen an, da geht das von 25 auf 35%. Ein volles Drittel der Kinder ist in einer Hightech-Wirtschaft auf Arbeitsmärkten nicht vermittelbar und muss vielleicht ein Leben lang menschenwürdig bezahlt werden, denn die Menschenwürde ändert sich nie. Und jetzt wieder für die Baden-Württemberger. Sie wissen ja, dass meine Bremer das nicht bezahlen, sondern dass das Bayern und Baden-Württemberg bezahlt. Was heißt denn das? Sie sehen, wie ihre Schüler auch abrutschen, wie sie plötzlich nicht 10, sondern 15% und bald 20% ein Leben lang versorgen müssen. Und gleichzeitig schreit Bremen, ich brauche mehr Länderfinanzausgleich. Hier muss Stuttgart mehr zahlen und dort ist die Basis, aus der Stuttgart zahlen kann, im Abrutsch. Keine leichte Situation. Diese Tabelle, die ist eigentlich zu polemisch. Ich lege sie nur deshalb auf, weil Sie sich wundern, wie schwer man herausfindet, was eigentlich die Flüchtlinge kosten. Jede kleine Firma, die an der Börse notiert ist, hat jeden Tag 10-mal den allerletzten Börsenkurs. Ja? Aber hier suchen Sie wie ein Verrückter, bis Sie ungefähr Beträge rauskommen. Also, allein die Bundesregierung jährlich 20, Herr Müller hat gesagt 30 Milliarden, Bund und Länder zusammen, das sind alles unterschiedliche Quellen, 43, 50, Institut für Wirtschaftsforschung Kiel, die alles einrechnen.
und die, glaube ich, realistisch sind, 350 Milliarden jährlich. Und wir haben oben drüber mal Bundesverkehrsminister, Forschungsminister, Bildung, Familien, die haben zusammen ungefähr Leute aus dem Land mit deutschen Pässen, es gehen viel mehr aus. 140.000 gehen jährlich. Nach bisheriger Erfahrung kommt eine Mehrheit zurück, 30-40%. Nach bisheriger Erfahrung, die allerbesten, kommen nie zurück. Wenn wir hier von 30% gehen, haben wir über 40.000 Assen, die jährlich. Und das ist jetzt eine zusammengefasste Ziffer von 4 bis 13. Über 200.000 sind in die Schweiz gekommen. Nach Kanada weniger, sehr viel schwerer. In die Niederlande, das sind Türken oder Polen, die gehen meist nach Hause. Wir sind alt, starben zu Hause. Aber dabei sind die Kanadier. Und aber nochmal. Allein für 2015 sind wieder 18.000 in die Schweiz gekommen. Wir können es schnell machen. So. Und jetzt schauen wir auf Sie. Und nun haben wir schon allerhand Gründe, warum Sie sich erschrecken und weglaufen wollen. Aber es gibt einen Zusatz. Sie werden, wenn Sie 20 bis 40
34 Jahre alt sind, durchschnittlich, alle in Altersarmut. Und zwar werden sie 2050 981 Euro im Durchschnitt bekommen an Rente, gesetzliche Rente. Und das sind 38% des letzten Bruttoeinkommens. Sie brauchen aber 60 vom letzten Bruttoeinkommen, um gerade so über die Armutsschwelle zu helfen. Das ist auch noch auf Ihren Schultern. Und es ist auf Ihren Schultern dann der Trost, der ihr kauft euch Zusatzversicherung. So gar kein Problem. Aber wie sollen Sie das machen? Denn Sie hier zahlen die höchsten Einkommenssteuern der Menschheit neben den Österreichern und den Belgiern. Das ist schnell gesagt, macht ein paar Zusatzversicherungen. Aber wovon wollen Sie die Prämien zahlen, wenn man Ihnen von 145 in der Tasche ist und in den Konkurrenznationen 75 bis 80 von 100 in der Tasche ist? Die Schweiz hat im September, mein Kollege aus St. Gallen, berechnet, was die Deutschen Ihnen bringen. Und zwar ist das die sogenannte EFTA-Nordgruppe, das sind 60% Deutsche. Die bringen als Haushalt, das kann ein oder zwei Personen sein, einen Plus von 120.000 Schweizer Franken über ihr Leben hinweg. Und das sind nur Zahlbeträge aus Versicherung, aus dies und das. Wenn die eine Firma mitbringen, eine Welterfindung mit Geschäften mitbringen, das ist dann nicht eingerechnet. Und man hat auch eingerechnet Rest. Wie die Schweizer das so nennen, Bulgarien, Griechenland, Balkan, die kosten pro Haushalt 300.000 Franken. Und Sie sehen, selbst die Schweiz hat im Durchschnitt ein Minus von 7.000 Franken. Aber dadurch, dass die Deutschen das hochschieben, ja, und mehr sind als die hier, kommen also einigermaßen auf Plus-Minus. Jetzt Ihre Motivation. Diese Zahl ist von 2012 für 2020. Die Zahl ist uninteressant. Aber es ist die Relation interessant. In der ersten Welt, ja, gibt es 2020 35 Millionen, die dann zusätzlich arbeitslos werden, die nicht mehr benötigt werden. Und gleichzeitig wird man 18 Millionen Könner für die eigentliche Erfindung führen, da wir nicht finden. So. Wenn ich das jetzt polnisch mache, dann zeigen die in viel höherem Maße von zu Hause weglaufen als Sie. Dann sagen die, interessant, also ich bin einer, 18, und das sind in der Beziehung zwei. Ich sage, aha, in diesem Land, wo ich da hingehe, fehle ich, aber das Land will auch, dass ich zwei versorge. 35 Millionen fallen weg und 18 Millionen, selbst wenn Sie die finden. Aha, die nennen, dass ich sie versorge, dass ich ihre Firma rette und noch zwei versorge, die hilflos sind, die keine Geld verdienen. So, und jetzt fangen die an. Okay, sagen wir, ist ja durchschnittswert. Wahrscheinlich gibt es Länder, wo ich vier versorgen muss und andere, wo ich vielleicht nur eine versorge. Und dann gehen die auf den Globus oder auf alles wie auf die Speisekarte. Dann sagen sie, aha, Deutschland sehr viel. Bin ich zwar nahe bei zu Hause, aber sehr viel. Kanada, Neuseeland, ungefähr 0,7 muss ich versorgen. In Deutschland 3,5. Sie sehen also, unser Versuch, jetzt irgendwie nochmal Talente anzuziehen, darf diese Talente nicht unterschätzen, die sind ja nicht dumm. Die sagen, aha, ganz solid, ihr wollt mich. Was soll ich denn leisten? Ja, du sollst unsere Firmen mit Innovation zusammen und das. Ja, und jeder muss noch vier Leute Bruttosteuern, also wahrscheinlich bei dir von 35% und im Alter arm, sagt er, hat er ja vorher gesehen. Da möchte ich nicht. So, das ist die wichtigste Kurve, die die Menschheit hat, meines Erachtens. Deshalb zeigt man sie auch sehr schön. Und Sie brauchen also nicht versuchen zu lesen. Das ist jetzt die Gesamtrangordnung bei TIMSS 2015. Wir hatten die Tabelle schon
mit den Ostasiaten, die sagen, wir können niemanden gebrauchen, weil die unseren Durchschnitt runterfahren. Und was sehen Sie hier jetzt? Das sind die Prozentsätze der Kinder, die in Mathematik Asse sind. Und das zeige ich Ihnen mal hier ein Land, das mit seinem Herrn Macron jetzt die Lokomotive in Europa hält. Sie haben auf 1000 Kinder 20 Mathematik. Singapur 500. Das ist Unterschied 20 auf 500. Sagen Sie, gut, wo steht dann Deutschland? Ach, Gott sei Dank. 50 auf 1000 sind das. Nicht wie in Frankreich. Aber es ist nicht so viel wie 550. Das ist ein Unterschied. Das heißt also, hier oben spielt die Musik, weil die zukünftige Ökonomie eine wissensbasierte Ökonomie ist, nicht eine muskelbasierte. Und wer hier unten schon steht, Frankreich, ja, nicht auf einer Ebene kommt, Türkei ist schon höher als Frankreich. Hier in die Rate sind immer Frankreich. Wenn dieses Land jetzt antritt und uns mitreißt, ja, wir sind ja elektrisiert, durch das französische Herrscher. Ja, und sagen, ach, oh, das ist der Weg. Und der junge Präsident teilt uns nicht gleichzeitig mit, dass er unter 1000 Kindern nur noch 20 hat, die richtig nutzen. Dann wird es schwierig. Ich mache das jetzt nochmal groß. Ja, das sind jetzt die Prozentsätze. Sie sehen, was da läuft. Ich muss schnell machen, das habe ich auch schon verstanden. Ups. Und jetzt machen wir bei der Weltlage Schluss. Jetzt habe ich die ganze Welt aufgemalt. Und es sind drei Blöcke. Ostasiaten, die anderen etwas ungeschickt genannt Europäer. Viele andere Termen, die stehen nicht mehr zur Verfügung, die nicht schon gefährlich sind. Und die übrige Welt. Diese 4,7 Milliarden, die sind völlig schuldig. Die wollen zu uns. Sie sehen es, die haben die schlechtesten Schüler. Sie haben von den PCT-Patenten 1,7 weltweit und sie haben die hohen Kriegsindizes. 2 bis 10. Ja? Halbleiter 0, Roboter 4, Smartphones 4. Das sind wir. 1,1 Milliarden, das sind die Länder. Wir haben mittelmäßige Schüler. Wir haben noch die Mehrheit der PCT-Patente. Wir haben noch 39% der globalen Kaufkraft. Und jetzt, das sind die Ostasiaten, 1,7 Milliarden. Die haben die besten Schüler im Moment. Die haben bereits diese Patentezahl. Und hier, das sind die Warengruppen. Bei Autos sind die schon Nummer 1, bei Halbleiter Nummer 1, bei Roboter Nummer 1, bei Smartphones Nummer 1. Fintech Operations auch nochmal. Machen das ganz schnell. Wir gucken uns jetzt die Mengen an. Indien, China hat in der Generation der 25 bis 29 Jahre 130 Millionen Menschen. Das ist die größte Generation, die je eine Nation gehabt haben wird. Die nächste Kohorte in China ist schon kleiner. Aber die tritt jetzt an. Ich hatte in St. Gallen eine Debatte mit einem Pekinger Ökonomiekollegen über Weltfinanzkrise. Da hat er nur ein bisschen hochmütig gesagt, also, was reden Sie eigentlich über die Finanzkrise? Sie denken, das sei eine wichtige Krise für Europa. Ich will Ihnen mal was sagen. Zwischen 15 und 20 verlassen in China 40 Millionen MINT, Mathematik, Ingenieur, Technik, Information. 40 Millionen Leute in die Universität. Wenn die antreten, dann merkt ihr, was eine Krise ist. So. Gehen wir runter auf den niedrigen Prozentsatz. Ich setze mal China unter Taiwan. Taiwan hat 30% Asse. Gehen wir in den nur 25%.
20% Asse. Meine Teile nur 20%. Dann sind das 26 Millionen Asse. In Deutschland haben wir 5 Millionen Leute. 5% Asse. 26 Millionen gegen 250.000. Sie machen selbst die Rechnung. Und das, wovon jetzt am meisten abhängt, Deep Learning, also die Technik, mit der ich Maschinen das Rechnen beibringe, sieht es aus, Veröffentlichung 2012. Hier ist China, hier ist Deutschland. Und Sie sehen, die Deutschen schlagen sich ganz gut, wie das hochgeht hier. So. Aber was interessant ist, ist dieser Strang. Schauen Sie sich das an. Und wir sind erst 2016. Das war so weiter. Und hier haben wir unsere guten Patente. Und da sehen Sie die USA noch Nummer 1, aber runter. China Nummer 3. Aber gucken Sie mal, fast 50% gehen die hoch. Das ist für 2016. Wenn die auch im Jahr 17 und 50 hochgehen, sind die schon gut. Das sind die Top-Hightech-Firmen der Menschheit, die auch nach Patenten gezählt werden. Das sind 10 Firmen. 3 Chinesen, 3 Amerikaner, 2 Japaner, 2 Koreaner. Das ist die Situation und damit können wir zum Ende kommen. Sonst hätte ich Ihnen hier noch was gezeigt, aber jetzt können wir in der Debatte machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie könnten sagen, man kann die
gesamte Nation kann das besser aufbringen, wenn man diesen und diesen und diesen noch mehr auf die Finger kommt. Ja? Wenn man sagt, ja, ihr zahlt zwar die höchsten Steuern der Welt, aber noch nicht genug. Natürlich wird das dann leicht. Aber erstmal geht es ja um die Belastung, die hier berechnet wird. Und wenn wir jetzt eine Abend diskutieren, wie kann man das aufbringen, ja? Dann wäre das eine Möglichkeit. Ich will die Gelegenheit nutzen, weil ich ja der einzige Mensch, glaube ich, in Deutschland bin, der überhaupt eine Lösung mal formuliert hat. Diese habe ich vor einer sozialdemokratischen Gruppe vorgestellt. Ich will die kurz mal zeigen. Vielleicht ein bisschen, jetzt gehe ich in den falschen Teil. Ich will kurz mal zeigen, was eigentlich möglich wäre und was wir hier gar nicht uns trauen. Ja, die müssen wir aber tun. So. Ich stoße ja auf Rassisten und dann sage ich denen, wie zeigt man, dass ihr keine seid? Zeigt man, dass ihr keine seid? Warum denn nicht für Deutschland eine Brasilienlösung? Nicht dort haben wir 51% Preto Pardo, wie man das immer nennen will, afrikanische Linie. Und in Deutschland würde das heißen, wir hätten 43 Millionen Afrodeutsche, 42 Millionen andere. Hungert man in Brasilien? Ist nicht Karneval? Ist es nicht auch ein Traumland für viele? Warum wird diese Lösung nicht vorgeschlagen? Es gibt so viele hochmoralische Menschen. Und wenn ich ihnen die Lösung zeige, dann klatschen sie keinen Applaus. Gut, dann sage ich, gehe ich ein bisschen zurück. Dann machen wir die USA-Lösung. 13% Afro-Americans, da hätten wir 11 Millionen Afro-Deutsche, 74 Millionen andere. Hungert man in Amerika? In keinem Fall. Und doch, wo bleibt die Applaus? Bin ich nicht sicher, ob ich von Ihnen alles verstanden habe. Ich habe ein paar Slides drauf, für die es keine Zeit gab. Aber man kann das vermeintliche Mengenproblem, des fehlenden Mengen, nicht durch Mengen lösen, sondern nur durch Mengen hoher Qualität lösen. 1960 waren in der Bundesrepublik 60% aller Arbeitsplätze ausgefüllt von Angelernten oder Ungelernten. 60%, 60 von ihnen. Und man konnte die Gastarbeiter aus der ganzen Welt. Wir schätzen, dass vielleicht 2025 noch jeder Zehnte ungelernt sein kann. Das wissen die Spitzenbürger. Die sagen, okay, jedes Land hat hilflose Menschen. Und wenn 9 den 10. versorgen, das wird schon gehen. Warum denn auch nicht? Man bekommt Kinder. Früher hatte ein Vater 5 Kinder. Wo ist das Problem? Aber wenn das herangeht an 50%, wie wir das gesehen haben bei unseren Kindern, dass der Prozentsatz derer, die fast nicht beschulbar sind, sich 50% nähert, die andere Hälfte weiß das und sagt, Mensch, kann ich das? Schaffe ich das? Und dann sind 20 Länder da, die den roten Teppich ausfallen. Sag, komm zu uns. Du bist ein Könner, wir haben auch zu wenig Babys. Wir nehmen dich. Dann ist es nicht leicht zu sagen, ich ende in der Heimat, arme Leute, aber ich bleibe in der Heimat. Das ist dann nicht leicht zu sagen. Und mich doch natürlich zu gehen. Oder nach Sankt. Das heißt also, die Lehre, dass 8 oder 10 Millionen
die nachher nicht schreiben und lesen können, das Problem dieses Landes nicht lösen. Die kann jeder, der sie ziehen will, selber lernen. Ziehen, brauche ich ja hier nicht vorzutragen. Das ist ja 2 und 2 ist 4. Aber ein Problem ist der Bevölkerungsrückgang und die Erhöhung des Durchschnittsalters schon, wenn ich in der Spitzengruppe der Nation bleiben will, in der ich ja nur durch Innovationen bleibe. Und wenn die jungen Leute, die diese haben können, gar nicht mehr geboren werden, dann wird es schwierig. Denn die Alten machen keine Innovation mehr. Wenn sie eine machen, dann nehmen sie ja auch immer in der Zeit. Das heißt also, man kann schon sagen, die letzten 20 Millionen, die gekommen sind, das wird die Geschichte zeigen. Das war vielleicht keine gute Entscheidung. Wir haben Altdeutsche so viel wie 1919 in Deutschland. Das ist keine Zunahme. Vielleicht hat sich gar nichts getan. Aber 1919 war das Durchschnittsalter kurz über 20. Jetzt ist es mal 50. Das ist ein Unterschied. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr anregend sind natürlich viele Gedanken, interessante Perspektiven. Ich hätte nur eine kleine Frage, also vielleicht ist die eine Million-Dollar-Frage. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre so ein ostasiatischer Journalist. Ich würde Sie fragen, warum wird diese Bevölkerungspolitik betrieben? Ich meine, in Deutschland auch eine Frage, in Schweden. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung? Diese Form der Bevölkerungspolitik. Ich nehme noch eine zweite Frage dazu. Ich habe eine andere oder Zusammenfassung für mich gefunden und bin eigentlich doch ziemlich verwirrt von Ihrem Vortrag in Anführungszeichen. Zum einen bin ich ja meistens nicht so genau, was ich damit anfangen soll, weil Sie sagen, die Aussichten sind schlecht, egal was wir tun. Und wenn ich jetzt Stellen wäre ich da ziemlich frustriert, würde ich sagen, okay, ich gehe besser gleich von Deutschland weg, weil die Chancen die sind ja nicht nur schlecht. Ist das, dass Sie den Leuten mit auf den Weg gehen wollen, dass sie gehen sollen, weil sie einfach nicht wirklich bringt, hier zu bleiben? Und ist meine Frage dazu auch angrenzend, denn was machen denn Länder wie Singapur mit so einer geringen Geburtenrate? Die haben ja auch noch den zu wenig Menschen. Die haben ja auch trotzdem Probleme. Was machen die? Gibt's auch Am Ende fange ich an. Singapur und Hongkong haben die beiden höchsten Immigrantenquoten der Menschheit. In Europa hat die höchste Immigrantenquote die Schweiz. In Europa ist die Schweiz das konkurrenzfähigste Land, in Asien Singapur. Das heißt, wir sehen an diesen Ländern, dass Einwanderung denen Probleme löst. Singapurs Bevölkerung wächst stetig. Bei 0,8 Kindern ist das eigentlich schwer nachzuvollziehen. Aber bei 42% Migrantenquote ist es nachvollziehbar. Da muss ich allerdings ein bisschen was dazu sagen. Wer sind denn die Einwanderer nach Hongkong und nach Singapur? Wenn die ihre Prinzipien anwenden, dass sie niemanden wollen, der ihren Durchschnitt verschlechtert, was denken Sie, wer die Einwanderer sind? Mancher kommt. Chinesen. Natürlich sind Chinesen. Aber ich warne davor, das vorschnell als Rassismus anzutun. Denn in Singapur, da kenne ich mich aus. Jeder, der etwas kann, der wird über die Grenze gelassen. Egal vor welcher Gottheit er kniet. Egal, wie die Pigmentierung seiner Haut aussieht. Dieses Leistungsprinzip ist das Einzige, das ihnen erlaubt, Rassismus zu vermeiden. Wenn einer die Hautfarbe hat, wie sie einem gefällt, und er kann nicht 2 und 2 zusammenziehen, und man lässt ihn über die Grenze, das wäre A, Rassismus und B, eine Dummheit.
einem die Hautfarbe und die Gottheit nicht so gefällt. Und der steht in den Startlöchern für einen Nobelpreis und sagt, die lasse ich nicht rein, deine Hautfarbe gefällt mir nicht. Das wäre wiederum Rassismus und ebenfalls eine Nummer. Aber man muss fairerweise dazu sagen, diese über die Grenze gelassenen Könner sind furchtbar knapp. Und sind furchtbar knapp. Es gibt nicht genug. Wenn ich mir die Tabelle von Anfang zeige, die 53 sterbenden Nationen. Es reicht nicht für alle. Warum? Weil die ja, das haben Sie gesehen, eigentlich nur aus sich heraus die Talente finden. Denn die anderen Nationen, die haben Sie auch gesehen, die unten sind, die sind nicht in den OECD und anderen Vereinigungen. Das heißt, wir befinden uns in einer gegenseitigen Kannibalisierung. Es geht nicht anders. Ja? Die Schweiz holt sich Deutsche. Warum denn? Ich muss sagen, also, es sind doch schon so wenige, brauchen die doch selber. Dann sage ich, tut uns leid, wir haben um Basel den Chemiecluster. Wir brauchen erstklassige Pharmazeuten und Chemiker, die kommen noch aus Deutschland. Die brauchen wir. Das heißt, es wird ökonomisch gedacht und nicht helfensorientiert. Also, wenn wir in Deutschland uns umschauen, fahren Sie mal nach Mecklenburg, nach Brandenburg, nach Ostsachsen. Da haben Sie 5 mittelgroße Städte. Alle ohne Kinder. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr, die Kindergärten, die Krankenstationen, die Postämter. Und es wird von der Landesregierung in Dresden oder Potsdam eine Entscheidung zu treffen sein, wer von diesen 5 Städten die eine bleibt, die Infrastruktur. Eine. Und dann kämpfen die 5. Und 4 kippen weg und eine hat noch die Poststation, die Krankenstation gezahlt. Aber auch keine Kinder. Die haben also 20 weitere Jahre. Und dann rutschen die auch. Und zwischen den Nationen läuft das sehr ähnlich. Ja? Unter den 53 Nationen, die wir gesehen haben, da sind 30 ohne Chance. Das heißt, wir schauen nichts irgendwie besonders Schönes und Gemütliches. Die gelten als Christen. Dann wird ein Norweger gerne laufen.
können, wenn Sie wollen, von daher Transplantationen auf andere Länder vornehmen. Würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Herr Heinz, noch einmal. Für weitere Fragen gibt es die Möglichkeit, glaube ich, eine Pause. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt 10 Minuten Pause und kurz vor 9 geht es dann den Seminaren gegenüber.